Wieso gehst du dort nachschauen, wenn es eh schon fertig ist? Da gibt's nix. Nix gibt's dort. Nichts. Alter. Ron ist tot, laut Whitehalls. Ah, Nadine, okay. Scheiße, ich hätte am ersten gedacht, dass Nadine ist. Die war USA am Anfang. Also ich kann Morg als 100% innocent bestätigen, weil wir Und haben ich, beide Kitera. den Scan-Task und ich musste auf ihn warten. Also es stand auch richtig, waiting on Morg. Also er ist auf jeden Fall nicht. Ja. Den Screen-Task kann der Imposter nicht machen. Nein. Nee. Okay. Magst du das, weil du gerade Imposter bist? Boah, das den zu faken. Nein, eigentlich nicht. Wo fragst du für einen Freund? Ich frage nur, weil sonst wäre das ja keine Ausrede, dass das nicht ist, wenn das der Imposter auch kann. Aber wenn die beiden so lange dort stehen, auch unwahrscheinlich, dass einer von beiden dann den Kill. Ich habe Wir die sind ja auch beiden dann darauf auch noch gesetzt, relativ viel einmal, Modul gerannt. falls irgendwann relevant wird. Ich habe euch sogar eh mal gesehen, ja. Ich bin dann Wert. runtergelaufen zum Specimen und habe dort. Was habe ich gemacht? Hast du Habe dann die geschaut, ne? Sterben sehen auf den Sensoren oder nicht? Nein, ich bin durch von Oxygen Richtung Atmen gelaufen, da war die Türe aber noch zu. Habe die Türe aufgemacht, habe Hart gemacht, bin bei Vitals gewesen und da war aber der Sensor schon bei Braun weg. Okay. Wer hat Nadine als letztes gesehen? Das letzte Mal gesehen, wie sie alle vom linken, bei linken Seismic. Dings weglaufen seid. Das war aber auch das Ja, und letzte da Mal. hat dann Ding daneben, da war nämlich Sensor nach oben, das habe ich gesehen. Das Lick habe ich auch kurz gesehen und Nadine hat dann wieder umdreht, wie Sensor noch dort war. Deswegen habe ich Nadine auch so saß gefunden, nur. Aber dann bin ich hingegangen und es war niemand mehr dort. Was ich auch komisch gefunden habe. Bin keine Ahnung. Deswegen habe ich zuerst gedacht, Nadine ist es. Na gut, skippen wir fürs Erste. Wow. Der Safe Report. Thank you.
Na, was sag ich? Go, 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 Gitarre, go! Yes! Ja, also, jetzt bin ich gespannt. Sensor, wo warst du gerade? Ich bin gerade von der verschlossenen Türe von Admin bei diesem komischen Task von rechts reinkommen und hab gerade diese Button gedrückt. What? Du bist also von außen reingekommen? Ich bin reingelaufen und dann war der Alarm. Also ich bin ganz rechts von dieser Türe reinkommen. Also auf meinem... Von der Schleuse oder von wo? Von, genau, die Türe war zu. Also ich habe jetzt niemanden von, gesehen. Von der rechten Seite runter. Dort, dieses Lava-Dings Specimen oder was? Nein, nein, in Admin rein. Bei dieser Lava-Dingsbums, wenn du von dort reingehst, war die Türe zu, wo du diese roten Knöpfe drückst. Und wie ich reinkommen bin, war der Alarm los. Ja, also auf meinem Bildschirm stand er vor der verschlossenen Tür. Also die Tür war bei mir noch zu. Innen. Und ich bin reingekommen und habe den Slick da liegen sehen. So, als ob er gerade die Tür aufmachen würde, nachdem er jemanden gekillt hat und weglaufen wollte. Jo. So war's. Also ich komme aus Richtung Office quasi, ich habe da gerade das Wasser aufgefüllt, wollte zu den Lebenssensoren, um nachzuschauen, ob schon jemand gestorben ist in der Zwischenzeit, weil ich jetzt mit meinen Tasks durch bin. Und wie gesagt, also er stand, weiß ich nicht, 2 Meter entfernt von seiner Leiche an der Tür. Wahrscheinlich wollte er sie gerade öffnen, damit er da weglaufen kann. Die Tür aber schon offen. Nope. Also bei mir nicht. Okay. Und was hast du für einen Task vorher gemacht? Ja, habe ich gerade gesagt. Ich habe das Wasser aufgefüllt in Office. Also wir haben vorher schon gesagt, Kitera und Martins nicht. Und ich bin extra lang Mark nachgelaufen, damit er sieht, dass ich es auch nicht bin. Der ist mir auch noch. Wir haben vorher Seismic. Ich weiß, mir haben ewig viele Leute gewartet. Oh, jetzt doch Sensa, bitte! Also Sensa, oder? Ja. Danke. Rer. Wo ist eigentlich hier Lifeline auf der Map? Neben Office rechts. Ah. Gleich daneben, wo du auch diese deine Karte umdrehen musst und auf diesen Scanner. Ah, da, okay. Shame. Dümmste Task ever. Ja, ja, Morg. Wieso gehst du dort nachschauen, wenn's eh schon fertig ist? Da gibt's nix. Eine Leiche gibt's dort. Nichts. Ich hab mir gedacht, so, ja, ich kill jetzt Kidora, dann gehe ich und sage, ich hab's auf der anderen Seite gefixt. Nein, ich geht nachschauen, wer's dort gemacht hat. The fuck, Alter. Roli hatte mich eh gesehen, wie ich da es gefixt habe, also. Ja, genau, ich hab dich gesehen. Ja, das macht ja nichts, dass man dich quasi dort gesehen hat. Deine Leiche hätten wir erst viel später gefunden, weil man dort halt nicht nachschauen geht, wenn Seismic nicht aktiviert ist. Also ich muss sleepen. Sorry. Nächstes Mal reporte ich sie einfach nicht.
Nein, das war ich nicht. Ich habe nur gedacht, so, wieso geht der dort oben nachschauen? Ich bin schon einfach electrical rein und auf einmal sehe ich, wie du raufgehst und bleibe einfach stehen und denke mir, ist das ein Scheiße, Jans? Danke, Rudi. Danke, Rudi. Happy Hunting. Viel Spaß. Oh, jetzt haben wir nichts anziehen können. Scheiße, grinnt. So, während das jetzt das Morg. The fuck? Wow, das ich hab's noch kommen gesehen. Was ist das? Stackkill oben beim Dings bei da wo man den Schlüssel dreht. Es waren Nadine. Roli und Anaxi müsste auch dort gewesen sein. Ja, ich war auch da. Und warum bist du nicht in dem Stack gewesen und hast dich da nur so kreuz und quer da bewegt? Ich glaube, er hat seine Kill-Taste weil ich daneben gestanden und war überrascht, dass er wen umgebracht hat und dann hat er auch gleich Report. Poster haben wir jetzt schon. Ja, absolut. nein, der Einzige, der sich dann bewegt hat, nachdem der Kill passiert ist, war der Roli. Ja, ich war jetzt super sass, weil ich kenne mich überhaupt nicht aus, gerade mit dem neuen Bildschirm. Meine Tasks sind so groß. Das ist einfach so typisch Roli, das ist jedes Mal, bei jedem Among Us-Spiel sagt er, dass er sich gerade nicht auskennt. Das ist wirklich so, außerdem habe ich das Overlay von Discord auch noch dort bei den Tasks drüber. Ich muss mal das erst einstellen, ich spiele gerade zum ersten Mal Among Us mit dem neuen Equipment. Nadine, gib noch mehr an mit deinem PC. Nadine, hast du von dem Toten den Hut geklaut? Weil bei mir hast du zwei Hüte drauf. Nein, ich habe von Anfang an zwei Hüte gehabt. Weil naja, ich sag's doch gleich, dass es eine Trophäe ist. Doppelbehütete, meine Güte. Ich hatte von Anfang an zwei Hüte auf. Wer aufgepasst hat, der weiß das. Bei mir war es nagisch. Hannah hat irgendwas mitgekriegt und nur um zusammenfassen, wir haben zwei. Ich bin damit beschäftigt, den Schlüssel zu drehen. Wie gesagt, Roli, Anaxi und Nadine waren oben und der Kill ist eben passiert und der Roli hat sich danach bewegt. Ob es war oder wirklich einfach nur komplett verwirrt ist wegen einem neuen Bildschirm, ich weiß es nicht. Und du bist dort stehen geblieben und hast instant reported. Ja, ich bin dort oben stehen geblieben, weil ich eigentlich damit, gerechnet damit habe, weil es das Licht aus ist, dass da irgendein Stackkill jetzt passiert, habe den Kill gesehen und habe sofort reported. Und der Roli war halt der Einzige, der sich da gerade bewegt hat. Mir ist eigentlich wurscht, wenn es mir nicht glaubt, dann votet es mich raus, dann habe ich nächstens Zeit, dass ich mir das einstelle. Nichts skippe. Du musst Tasks oder nichts einstellen. Du hast Schlüssel drehen müssen, jeder. Nummer 2. 5. Meiner war so rechts unten. Meiner war rechts, zweite von unten, glaube ich, war es, oder dritte, ich weiß nicht. Meiner war oben. Alter! Glotzi, du bist immer sass. Ja, ich weiß. Der Vote war aber dieses Mal gar nicht von mir. Der Tote bitte auch seine Tasks machen. Ineon Sensor, okay. Nadine und Parchin. Oh fuck.
Der Kill ist gerade passiert und die entsprechende Person hat sich beim Benzinkanister, dürfte sie sofort gewendet sein. Du weißt nicht woher? Das ist ein Storage, oder? Nein, ich habe Dings, ich bin links oben, habe ich kontrolliert, da sind Eni und Sensor dahergekommen, da lag auch keine Leiche. Ich habe Nadine ist zusammen mit Parchin von der rechten Seite rübergelaufen. Nadine ist weitergelaufen Richtung Electrical. Parchin ist hineingelaufen in Storage, wurde dort umgebracht und dort habe ich ihn noch gefunden. Und ich wollte schauen, ob Parchin den Bezirknister auffüllt oder nicht. Was hast denn du die ganze Zeit gemacht? Ich habe zuerst die Wires gemacht über der Kameras, habe auch Strom eingeschaltet wieder, wo du mich auch gesehen hast. Und zusätzlich bin ich dann an den Kameras gewesen. Warst du bei Strom mit uns eingesperrt oder bist du davor gestanden? Ich bin dann drinnen gewesen am Sicherungskasten und habe die Schaltungen gemacht. Das kann aktuell nur Patschen bestätigen. Weil wir waren gemeinsam dort. Dich habe ich erst nach dem Gate gesehen, weil wir waren eingesperrt. Welchen Task hast denn du danach gemacht? Die Wires links oben dann über Kameras. Und danach habe ich die Kameras gecheckt. Und ich habe auch gesehen, dass das Leak bei Lifelines gestanden ist, als der Alarm gekommen ist. Das stimmt. Okay, aber bei Electric. Und ich habe nämlich auch gesehen, dass Eni und Sensor losgelaufen sind, als der Alarm losgegangen ist. Hey, du bist nach uns kommen. Wie gesagt, ich war mit Parchin bei Electrical. Parchin war nicht der Imposter, sonst hätte er mich umgebracht. Und ich jetzt tot. Deswegen. Und du machst den zweiten potenziellen Self-Report. Irgendwie wird's strange. Also nicht, dass jetzt der Klotz ist immer sass, aber momentan ist es halt Classic. Kann irgendwer einen Klotzi decken? Nö, ich habe nur gesehen, wie er mir oben links entgegengekommen ist, wie ich den links ausgemacht habe. Als er ging, bin ich ja zum Handauflegen gegangen, auf die rechte Seite. Da wollten auch Rolli und Parchin, die habe ich da auch gesehen. Nadine ist mir halt entgegengekommen, zusammen mit Parchin. Hat der Rolli gemacht? Ich war bei der Antenne, dann war ich im Labor und dann bin ich rauf wegen einem Alarm. Okay. Es hat jetzt niemand Klotze decken wollen. Hä, hey, was ist denn das für ein zweiter Imposter? Haben wir gesehen? Nice. Also, einerseits höchstwahrscheinlich Nadine, andererseits könnte es entweder Anaxi gewesen sein oder der Roli. Der Eni und die Nadine. Bist du gerade weggewendet? In Storage, ja. Und ich habe okay, schon gedacht, haha, du killst mich und auf einmal kommt die Nadine. Aber scheiße, ja. Ja.